Hallo Tayo! Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Rogi, der Detektiv. Lani kommt nach der Arbeit zurück ins Depot. Ich bin müde. Ich gehe mich waschen und ausruhen. Das fühlt sich gut an. Ich wische und putze jede Ecke. Oh nein, Lani hat die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, ich krieg Ärger, ich hab die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, hat es jemand gesehen? Oh, da ist Lani. Lani! Das ist Tayo. Ich muss mich verstecken. Oh, Lani? Warum ist sie gerade weggefahren? Oh, oh nein! Die Autowaschanlage ist kaputt. Wir müssen jemanden anrufen, der das repariert. Wirklich? Wie lange wird die Reparatur dauern? Vielleicht 2 Tage? Ach du meine Güte. Wer hat die Autowaschanlage kaputt gemacht? Tayo, du warst der Erste am Tatort. Hast du gesehen, wer es war? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Oh, dann hat niemand gesehen, was passiert ist? Tayo weiß also nicht, dass ich es war. Glück gehabt. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht waschen könnt. Ist schon okay. Augenblick! Rogi! Ich bin Rogi, der Detektiv. Detektiv? Die Waschanlage ist auf keinen Fall von selbst kaputt gegangen. Ich werde genau herausfinden, wer dahinter steckt. Mal sehen. Dani, was hast du gestern Abend gemacht? Ich? Tja, ich war mit Hana in der Werkstatt. Oder Hana? Gani hat recht. Okay. Und was ist mit Lani? Hast du dich gestern Abend gewaschen? Also, du hast die Autowaschanlage kaputt gemacht, oder? Nein, sie war noch in Ordnung, nachdem ich mich gewaschen hatte. Wie kannst du das beweisen? Ich. Warum kannst du nicht antworten? Stopp! Lani hat recht. Ich ging nach Lani zur Autowaschanlage und alles war in Ordnung. Oh, Tayo. Dann warst du also der letzte Bus an diesem Ort, oder? Oh, seht ihr, wie spät es ist? Ich fahr zur Arbeit. Augenblick. Ich auch. Irgendwas ist hier faul. Warum hat Tayo gelogen? Weiß er, dass ich es war? Lani? Ja? Hast du die Waschanlage kaputt gemacht? Was sagst du da, Tayo? Beschuldigst du mich? Oh, nein! Ich beschuldige dich nicht! Warum vermutest du dann, dass ich es war? Es tut mir leid! Lanis Radkappe fehlt! Lani? Deine Radkappe ist Ach, ja... Ach, vergiss es! Ich bin so verletzt! Ich wollte ihr nur sagen, dass ihr eine Radkappe fehlt. Hoffentlich denkt Tayo nicht, dass ich es war. Okay, folge mir. Alles klar, ich werde jetzt den Tatort untersuchen. Aber Rogi, wozu brauchst du mich? Nun, ein Detektiv wie ich braucht einen nützlichen Assistenten wie dich. Kann ich das wenigstens abwischen? Nein! Um Detektiv zu sein, braucht man einen Schnurrbart! Da drin ist es aber chaotisch. Ich hab's!
An diesem Chaos kann ich sehen, dass es ein großer Bus war. Big hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Wie? Was? Aber Big macht doch Lieferungen und kommt erst morgen wieder zurück. Ach, wirklich? Big war es also nicht. Oh, Schuhabdrücke! Ich habe einen Hinweis gefunden, der mir helfen wird, diesen Fall zu lösen. Das sind Hannas Schuhabdrücke. Hannah hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Rogi, Hannah machte die Schuhabdrücke, als sie die Waschanlage reparieren wollte. Verstehe. Ich werde mir denjenigen schnappen, der dafür verantwortlich ist. Tayo, der kleine Bus. Okay, bis dann. Ich muss jetzt zurück ins Depot. Aber wie soll ich mich unschuldig verhalten? Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Wo habe ich sie nur verloren? Oh nein! Die Waschanlage ist immer noch nicht repariert. Was ist das? Es ist Lanis fehlende Radkappe. Also hat Lani die Autowaschanlage kaputt gemacht. Aber wenn sie erwischt wird, wird sich Lani schämen. Ich hab's. Ich verstecke die Radkappe. Lani? Die Waschanlage ist immer noch kaputt. Was machst du denn hier? Du solltest dich ausruhen. Ich wollte ja nur... Stehen bleiben! Was ist denn los? Nach einigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass der Täter genau hier ist. Rogi, die Waschanlage wird bestimmt bald repariert. Es gibt keinen Grund herauszufinden, wer es war. Lani, versuchst du den Täter zu beschützen? Nein, tue ich nicht. Tayo, du musst der Täter sein, denn du warst der letzte Bus hier. Also, warum hilfst du nicht allen und gestehst einfach? Was? Hey, Leute. Was macht ihr? Situ! Wir wollten uns gerade ausruhen. Okay, los geht's. Okay. Wartet auf mich. Ich schnapp dich, Tayo. Lani? Was machst du denn so spät noch hier? Lani? Wolltest du das hier holen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist deine Radkappe. Ich wollte sie aus der Autowaschanlage holen, damit du keinen Ärger bekommst. Was? Tayo wusste alles. Lass uns losfahren, bevor wir erwischt werden. Komm sofort heraus! Du bist komplett umzingelt! Ergib dich und komm sofort heraus! Es ist Rogi! Was sollen wir tun? Lani, bleib hier und bewege dich nicht! Was? Tayo! Ich sag das nicht noch einmal! Er kommt! Tayo? Ich wusste es! Ein Verbrecher kommt immer wieder zum Tatort zurück. Tayo, warst du es wirklich? Ja. Tayo! Dann hast du die ganze Zeit gelogen? Es tut mir leid. Tayo ist unschuldig. Es ist meine Schuld. Es ist okay, wenn die Waschanlage aus Versehen kaputt geht. Aber du hättest wirklich nicht lügen sollen, Tayo. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht Tayo! Es war alles meine Schuld! Lani?
Was soll das heißen? Die Wahrheit ist... Ich verstehe. Lani, wir wollten dich nicht dafür bestrafen, dass du die Autowäsche kaputt gemacht hast. Aber du hättest nicht alle anlügen sollen, um die Wahrheit zu vertuschen. Und dasselbe gilt für dich, Tayo. Es tut uns sehr leid. Es ist aber schön zu sehen, dass ihr euch umeinander kümmert. Wir vergeben euch beiden ausnahmsweise aber nur dieses eine Mal. Lügt aber nie wieder. Oh, danke, Hanna. Es tut mir leid. Ich werde brav sein, Hanna. Ich auch. Entschuldige, Tayo, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Und danke. Nicht zu danken. Und du warst dir so sicher, dass ich der Täter war, Herr Detektiv. Aber ich war so sicher, dass ich es herausgefunden hatte. Du bist ein schlechter Detektiv. Such dir einen neuen Assistenten. Lani war dankbar, dass Tayo auf sie aufgepasst hat. Und sie versprachen, nie wieder zu lügen. Rogis Schluck auf! Es ist ein schöner Morgen. Rogi hat verschlafen und fährt zur Werkstatt. Hanna! Oh, Rogi! Hey. Bist du jetzt erst aufgestanden? Ja, ich arbeite heute erst nachmittags. Oh, was ist das? Oh, ich habe heute neues Motoröl für euch besorgt. Dieses neue Öl wird eure Motoren stärker machen. Wow, kann ich bitte was davon haben? Noch nicht. Du musst auf die anderen warten. Ich will es aber jetzt. Sie sind ja bald da. Warte einfach. Hanna! Hanna! Etwas stimmt mit dem Übungsbildschirm nicht. Wirklich? Sehen wir mal nach. Ich komme gleich wieder, Rogi. Okay, fahren wir. Bis später! Super! Danke, Hanna! Kein Problem! Wo habe ich denn das Motoröl gelassen? Ich kann es nirgendwo sehen! La 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 la. Vielleicht habe ich zu viel getrunken. Oh, Rogi hat wohl das ganze Motoröl getrunken. Ich habe alle vier ausgetrunken. Ich hoffe, das ist okay. Er hat seinen Freunden nichts übrig gelassen. Ich habe mehr Energie, genauso wie Hanna gesagt hat. Yippie! Hallo, ich bin Rogi, der Superbus. Ein Superbus. Du bist ein lustiger Bus. Freut mich, Superbus. Und los geht's. La 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 la. Tut mir leid, tut mir leid. Was soll ich hier tun? Es hört nicht auf! Oh, weh! Ich kann gar nicht sehen! Du bist wohl kaum ein Superbus! Du bist kein Superbus! Du bist ein Pannenbus! Tut mir echt leid! Ihr müsst den nächsten Bus nehmen! Ist das nicht Rogi? Was ist los? Rogi! Hallo, Tayo. Stimmt etwas nicht? Was meinst du? Oh, nein, alles in Ordnung. Wirklich? Ach so. Bis später dann. Schluck auf! Rogi fuhr wegen seines Schluckaufs schnell zurück zum Depot. Vielleicht kommt das von dem vielen Motoröl, das ich getrunken habe. Was soll ich tun? Hallo, Rogi. Hi, Hanna. Willkommen zurück. Du siehst müde aus. Nein, ich bin okay. Hey, Rogi. Ja?
Hast du das Motoröl gesehen, das ich dir gezeigt habe? Ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich es gelassen habe. Ich hab's nicht gesehen. Wirklich? Wo ist das nur? Oh? Was war das? Das war gar nichts. Ich war nur... Hannah! Oh? Rogi! Bist du mit der Arbeit fertig? Ja, bin ich. Fühlst du dich besser? Was? Also, dein Schluckauf schien aber schlimm zu sein. Ich hab's doch gehört. Komisch. Hattest du nicht gerade einen Schluckauf? Nein, mir geht's gut. Komm, gehen wir in die Werkstatt, dann kann ich mir das mal ansehen. Nein, schon okay. Das musst du nicht. Mir geht's gut, wirklich. Siehst du? Du hast wieder Schluckauf. Das war kein Schluckauf. Das war ein Rülpser. Rogi, das kann doch bei der Arbeit passieren. Lass mich mal nachsehen. Aber mir geht's gut. Oh, na komm schon. Ja. Ich bin wirklich okay. Ja. Na los. Oh weh, jetzt finden Sie es heraus. Oh nein, was soll ich tun? Ist Rogi okay? Mit ihm ist alles in Ordnung. Ich bin so froh. Siehst du? Ich sagte doch, ich bin okay. Aber zur Sicherheit solltest du dir morgen den Tag frei nehmen. Aber mir geht's gut. Nein, du musst an die Sicherheit der Fahrgäste denken. Ja, Rogi, nimm einen Tag frei. Okay. Tayo, hast du morgen nicht frei? Könntest du für Rogi arbeiten? Gern. Das tut mir wirklich leid. Oh, schon okay. Du weißt, ich arbeite gerne. Ihr solltet langsam schlafen gehen. Okay. Gute Nacht, Hannah. Bis morgen. Gute Nacht, ihr beiden. Tayo, der kleine Bus. Am nächsten Morgen fährt Tayo Rogis Route. Ich frag mich, ob Rogi okay ist. Tayo! Oh, hallo, Nuri. Sagtest du nicht, dass du heute frei hast, Tayo? Oh, ja. Ich vertrete Rogi. Wirklich? Wieso? Was ist denn mit Rogi los? Oh, Rogi hat einen schlimmen Schluckauf. Schluckauf? Ja, nicht mal Hannah weiß, was los ist. Hast du eine Idee? Oh, warum fragt ihr nicht Matt? Matt? Aha, er ist der U-Bahn-Wagen, der alles weiß. Er weiß alles? Denkst du wirklich, er weiß, wie man Schluckauf stoppt? Natürlich, er hat auf alles eine Antwort. Gut, wo können wir ihn denn finden? Ihr müsst die blaue Brücke finden. Danke, Nuri. Ich freue mich, das Rogi zu sagen. Wird das jemals aufhören? Rogi! Hi, Tayo. Rogi, du musst mitkommen. Wohin fahren wir denn? Zu Matt, dem U-Bahn-Wagen. Ich hörte, er weiß alles. Er wird dir mit dem Schluckauf helfen. Oh, wirklich? Aha. Komm schon, fahren wir. Okay. Mit der Hilfe von einigen Freunden suchen Tayo und Rogi die blaue Brücke, wo sie Matt treffen können. Die U-Bahn, die alles weiß. Da ist sie, die blaue Brücke. Er soll hier irgendwo sein. Tayo, es ist die U-Bahn. Entschuldigung, Moment bitte. Hallo, ich bin Tayo. Bist du Matt, die U-Bahn, die alles weiß? Der alles weiß? Das bin ich. Ich bin der einmalige Matt. Wow, wir haben dich gefunden. Ich muss dich dringend etwas fragen. Du heißt Tayo? Was möchtest du mich denn fragen? Nun, wir haben schon alles probiert, aber mein Freund hier hat einen dauerhaften Schluckauf. Hallo? Schluckauf? Seit wann hast du den? Seit gestern. Gestern? Hast du vielleicht etwas heimlich gegessen? Nein. Woher weiß er das? Rogi macht sowas nicht. Hat er nicht? Oh. Das ist aber komisch.
Tayo vertraut mir wirklich, aber ich war gierig und habe das ganze Motoröl getrunken. Weißt du denn, wie man seinen Schluck aufstoppen kann? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Was? Ich dachte, du weißt alles. Tut mir leid, Tayo. Tja, okay. Es wird spät. Ihr fahrt besser nach Hause. Okay, na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich sollte Tayo alles erzählen. Tayo? Ja. War ich zu laut? Du hast uns Angst eingejagt. Ist es jetzt besser? Wie ist was? Ich meine deinen Schluck auf. Hat er aufgehört? Oh? Du hast recht. Ja. Wow, der Schluckauf ist weg. Das beste Heilmittel für Schluckauf ist immer eine gute Überraschung. Das ist toll. Es stimmt tatsächlich, Matt. Du weißt wirklich alles. Danke, Matt. Ich bin froh, dass dein Schluckauf vorbei ist. Tayo, ja? Ich muss dir etwas sagen. Oh, was denn? Es tut mir leid, Tayo. Ich habe das ganze neue Motoröl getrunken. Sogar deins. Rocky! Es tut mir leid. Der Schluckauf war wohl die Strafe für meine Gier. Oh. Wow! Matt hatte also recht. Man bekommt Schluckauf, wenn man etwas heimlich isst. Tayo, bist du nicht böse auf mich? Schon okay. Egal, wie es anfing. Am Ende hast du mir die Wahrheit gesagt. Und weißt du was, Rogi? Ich kann immer neues Motoröl bekommen. Aber es wäre schwer, so einen guten Freund wie dich zu finden. Tayo! Ihr müsst richtig gute Freunde sein. Und? Wie war das? Rogi ist Tayo für seine Hilfe sehr dankbar. Ich glaube, sie sind jetzt sogar noch festere Freunde. Rogis ganz besonderer Gast. Die kleinen Busse kommen nach der Arbeit zurück zum Depot. Wir sind zurück! Hallihallo! Rogi, du bist aber früh zurück. Mhm. Ich will euch etwas zeigen. Kommt mit! Was könnte es sein? Okay, jetzt geht's los. Tada! Und? Ist das nicht cool? Ich hab das alles gesammelt. Wo hast du denn den ganzen Müll her? Das ist ja schmutzig. Das ist kein Müll. Es war schwer, das alles zu sammeln. Wartet hier. Seht mal, ist das nicht schön? Lani, das ist ein schönes Geschenk für dich. Das stinkt. Nimm es weg. Gefällt es dir nicht? Oh, ich weiß. Ich habe sogar das hier. Und? Gefällt es euch? Wie geht's? Nimm es weg. Ist alles okay? Autsch. Rogi, warum sammelst du denn diesen ganzen Müll? Rogi, ich kann den Gestank dieses Mülls nicht ausstehen. Fahren wir. Okay. Wartet auf mich. Warum sind sie so wütend? Am nächsten Tag kehrt Rogi nach der Arbeit zum Depot zurück. Die sind so gemein. Ich habe ewig gebraucht, um das alles zu sammeln. Wow! Er ist so cool! So ein Auto habe ich noch nie gesehen! Hey! Du bist echt cool! Was? Redest du mit mir? Ja! Wie heißt du? Mein Name ist Windy. Ich bin ein Wohnmobil und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Wow! Ein Wohnmobil? Das ist großartig! Mein Name ist Rogi. Haha, das ist ein toller Name. Oh, wirklich? Ja. Windy, was ist das alles auf deinem Rücken? Oh, das sind die Sachen, die ich während meiner Weltreise gesammelt habe. Wow, ich habe auch ein paar Sachen gesammelt. Die sind alle in meinem Depot. Wirklich?
jetzt machst du mich neugierig. Willst du mit mir in meinem Depot spielen? Oh, wirklich? Ich habe gerade nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Großartig! Dann lass uns losfahren. Also gut. Juhu! Hallo! Oh, Hallöchen! Warum bist du so niedergeschlagen? Ich fühle mich schlecht wegen Rogi. Ich glaube, wir waren etwas zu hart zu ihm. Ja, den ganzen Tag fühlte ich mich seinetwegen schlecht. Ich auch. Wisst ihr was? Wir entschuldigen uns einfach bei ihm, wenn wir zurück sind. Okay. Das ist eine gute Idee. Beeilen wir uns. Okay. Ich frag mich, ob Rogi schon zurück Bravo. Ist. Bravo! Das ist toll! Absolut fantastisch! Wer ist das? Oh, hallo! Was gibt's? Ist das dein Freund? Sagt hallo! Das ist Windy! Er ist ein Wohnmobil und tourt um die Welt! Jo! Hallo! Ihr müsst Rogis Freunde sein. Aber ihr seid viel gewöhnlicher, als ich dachte. Was? Hahaha, nur ein kleiner Witz. Windy wird heute bei uns übernachten. Ich habe Hannah gefragt und sie sagt, es ist okay. Was? Bravo. Das ist wirklich schön. Ja, oder? Oh, sie sind sich wirklich ähnlich. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Rogi, du hast wirklich einen tollen Geschmack. Ich bin so beeindruckt. Windy, du und ich sind uns so ähnlich. Ich möchte dir danken, dass du so nett zu mir warst, Rogi. Okay, schau genau hin. Oh? Wow! Das ist so cool! Was ist das denn? Da drin ist es ganz schön chaotisch. Sieht aus wie Rogis Garage. Wo hast du das ganze coole Zeug her? Das habe ich im Süden gesammelt. Und das ist aus dem Westen. Oh, ich war sogar auf einer Insel. Wow! Du bist der coolste, Windy! Da stimme ich dir zu. Hey, Windy! Ich zeige dir mal unser Busdepot. Oh, wirklich? Klingt gut. Los geht's! Der kleine Bus. Was ist mit dem Typ, den Rogi mitgebracht hat? Ist er nicht seltsam? Ja, er scheint interessant zu sein. Wir können uns nicht so leicht bei Rogi entschuldigen, weil er immer so mit Windy beschäftigt ist. Was war das für ein Geräusch? Sehen wir mal nach. Okay. Windy, was ist das für eine coole Musik? Es ist Musik von der Südseeinsel, auf der ich war. Ich habe es selbst aufgenommen. Da möchte man seinen ganzen Körper bewegen. Ja, Hula, Hula. Wow, das ist großartig. Rogi, willst du es mal versuchen? Hula, 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 Hula. Wow, du bist ziemlich gut. Wirklich? Hula, Hula. Hula, 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 Hula. Was ist das denn? Es ist seltsam. Hula! Hula! Schüttel dich! Spring hoch! Oh ja, das macht Spaß! Ich bin so glücklich! Rogi mag Windy bestimmt sehr. Wir waren nicht sehr nett, als wir uns über ihn lustig gemacht haben. Ich muss ihm sagen, dass es mir leid tut. Rogi! Es tut mir leid, dass ich wütend auf dich war. Ich war gemein zu dir. Oh? Rogi, schläfst du? Oh! Oh, wo ist Rogi? Ich hatte heute viel Spaß. Du und ich haben viel gemeinsam. Windy, warum willst du denn draußen schlafen und nicht in der Garage? Ja, ich sehe mir gern die Sterne an und schlafe gern unter dem Nachthimmel. Ich fühle mich so frei und friedlich, wenn ich so einschlafe. Wow! Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber du bist cool! Wo in aller Welt könnte er sein?
Das sind Rogi und Windy. Ich will frei sein und die Welt bereisen, wie du. Oh, wirklich? Dann solltest du es tun. Ich kann nicht. Ich bin ein Bus. Das ist egal. Hey, willst du mit mir reisen? Was? Das ist... Wir verstehen uns doch sehr gut, findest du nicht? Das stimmt, aber... Ich reise morgen früh ab, wenn du mitkommen willst. Denk mal drüber nach. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Was, wenn Rogi wirklich mit Windy auf Reise geht? Jungs, aufwachen! Oh! Rogi ist weg! Seine Sachen auch! Hallo, aufwachen! Es ist ein Notfall! Was? Was ist los? Rogi ist weg! Er hat sogar alle seine Sachen mitgenommen! Er ist bestimmt in der Waschanlage. Nein, da ist er nicht! Rogi ist mit Windy auf eine Reise gegangen! Was? Warum würde er das tun? Ich habe sie gestern Abend darüber reden gehört. Kommt, suchen wir ihn. Okay. Rogi! 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 Die kleinen Busse haben Rogi in der ganzen Stadt gesucht. Rogi ist wohl wirklich mit Windy weggefahren. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es ist alles meine Schuld. Ich war nicht sehr nett zu ihm. Ich auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es tut mir so leid, Rogi. Rogi! Was? Oh? Wo wart ihr denn alle? Ohne euch habe ich mich so gelangweilt. Also bist du nicht mit Windy weggefahren? Ich habe mich von ihm heute früh verabschiedet. Warum hast du dann deine Garage sauber gemacht? Ihr habt gesagt, es war ein Chaos und ich soll es sauber machen. Ich habe die ganze Nacht bei euch geputzt. Was? Ich dachte, du hättest uns für immer verlassen. Was ist los? Rogi, es tut mir wirklich leid. Ich war gemein zu dir, nicht wahr? Ja, mir tut es auch leid. Tut mir leid, Rogi. Schon okay. Und Rogi, vielen, vielen Dank, dass du bei uns geblieben bist. Rogi, wir sind froh, dich als Freund zu haben. Ja. Vielen Dank. Es klingt, als würdet ihr ohne mich nicht klarkommen. Was? Was für eine Erleichterung, dass Rogi nicht weggefahren ist. Die kleinen Busse werden nun noch engere Freunde.